Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beschließen heute die grundlegende Reform der Investmentbesteuerung. Dieses Thema hat uns lange beschäftigt. Bereits im Jahre 2012 hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Ergebnis vorgelegt. Dann gab es ein Gutachten über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Investmentsteuerreform durch die Kopenhagen Economics. Wir hatten zwei Diskussionsentwürfe, den Referentenentwurf, den Regierungsentwurf. Und wir haben immer umfassend diskutiert. Und dieses Gesetz, wie ich finde, wurde in diesem Gesetzgebungsverfahren kontinuierlich verbessert. Wir sind also einen langen Weg gegangen, der sich aber meines Erachtens gelohnt hat. Der Grundsatz Sorgfalt vor Eile wurde hier eingehalten. Das ist kein Schnellschuss. Dennoch werde ich jetzt schon sagen, wir werden uns das angucken müssen, wie denn die gesetzlichen Gegebenheiten wirken, die wir hier beschließen, ob denn das alles so zielgenau ist, wie wir uns das genau vorstellen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Jedenfalls haben wir eine breite Zustimmung aller Rechtsanwender bisher erfahren. Und ich finde auch sehr gut, wie ernsthaft wir uns in der Anhörung und auch in einem informellen, nicht öffentlichen Fachgespräch im Ausschuss mit diesem Thema gewidmet haben. Das ist ja nicht ganz einfach. Ich habe ja schon im Ausschuss gesagt, das ist Steuerrecht für Feinschmecker. Nicht allen passen die Zutaten, wie ich dann von Herrn Pitterle erfahren habe. Aber in dem Bild zu bleiben, es ist angerichtet. Warum machen wir die Investmentbesteuerung neu? Es ist wesentlich das Ziel, dass wir ein europarechtskonformes Recht bekommen, dass die europarechtlichen Risiken ausgeräumt werden. Denn derzeit ist es so, dass die inländischen Fonds und ausländische Fonds ungleich besteuert werden. Dort gibt es ein gewisses Risiko, weil der inländische Fonds steuerbefreit ist und der ausländische Fonds durch die Kapitalertragssteuer belastet ist. Das wissen wir nicht, ob es aufgegriffen werden könnte. Die Frage ist der Kohärenz, die zu beantworten ist, ob geguckt wird, dass wir ja dann auf der Anlegerebene eine weitere Besteuerung vornehmen. Aber das Risiko ist sehr groß, dass man hier vor dem Europäischen Gerichtshof verlieren könnte. Und das würde bedeuten, dass Milliardenforderungen auf den deutschen Fiskus zukommen könnten. Von daher ist es wichtig, dass wir hier handeln. Das Zweite ist, wir wollen Steuergestaltungen verhindern, das Gestaltungspotenzial, das dem Investmentsteuerrecht derzeit immanent ist, runterfahren. Wir wollen es vereinfachen. Wir haben einen sehr hohen Administrationsaufwand derzeit. Für die Betriebsprüfung ist es nicht einfach zu prüfen. Alleine über 30 Besteuerungsmerkmale sind zu erfassen, um die Besteuerung eines Publikumsfonds durchzuführen. Und wir wollen das Ergebnis, das Investmentsteuerrecht, verständlicher machen. Ob das in allen Teilen gelungen ist, bin ich mir nicht ganz sicher, denn es bleibt nach wie vor kompliziert. Wir haben dann einen weiteren Bereich. Neben dem originären Investmentsteuerrecht beschäftigen wir uns mit den Cum-Cum-Geschäften. Da komme ich gleich drauf. Bei dem Investmentsteuerrecht werden wir jetzt zwei verschiedene Regime einführen. Es wird für die sogenannten Publikumsfonds eine Abkehr geben vom transparenten Verfahren zum intransparenten Verfahren. Wir werden eine Belastung auf Fondsebene von 15% haben. Aber damit der Anleger nicht zusätzlich belastet ist, wird je nach Kategorie des Fonds, ob es ein Aktienfonds ist, ein Immobilienfonds oder ein Mischfonds ist, unterschiedliche Freistellungen gewährt, sodass wir zu einer gleichen Belastung kommen werden, als wenn sie, wie sie jetzt gegeben ist. Auch das werden wir uns im Ablauf genau ansehen müssen, ob die Freistellungsquoten, die wir dort gefunden haben, zielführend sind. Bei den Spezialfonds bleiben wir beim bisherigen Recht. Das kann man auch machen. Dort ist es auch einfacher zu administrieren, weil beim Spezialfonds darf es höchstens 100 Anleger geben und in Zukunft auch keine natürlichen Personen. Von den Linken ist vorgetragen worden im Ausschuss, und Herr Pitterle wird das gleich wahrscheinlich wieder tun, dass wir zwei Regime haben, könnte dazu führen, dass es zu Gestaltungen kommt. Die sollten Sie aber bitte dann in Ihrer Rede dann auch mal genau beschreiben. Denn ich habe von mir versucht, mal vorzustellen, wo denn wirklich die großen Unterschiede sind. Aber das können Sie dann ja ausführen und nicht nur allgemeine Zweifel dann benennen. Und wir haben im Gesetzgebungsverfahren ganz zum Schluss, wie gesagt, einige Veränderungen vorgenommen. Ich glaube, eine wichtige Veränderung war, in Zukunft wird es die Spekulationsfrist, die wir bei Privatvermögen haben, bei Immobilienvermögen haben, also die Steuerfreiheit nach 10 Jahren Behaltsfrist, nicht mehr geben bei Immobilienfonds. Wir werden aber durch eine gesetzliche Änderung jetzt gewährleisten, dass die stillen Reserven, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes am 31.12.2017 entstanden sind, steuerfrei gestellt werden. Ich glaube, das ist nur gerecht, dass wir nicht nachträglich
was besteuern. Und wir haben die Möglichkeiten der Spezialfonds erweitert in ihren Anlagebedingungen durch einen weiteren Verweis, aber nicht so weit erweitert, dass es da zu steuerlichen Missbrauch kommen könnte, wie auch das von den Linken schon wieder vermutet wurde. Aber das könnten Sie dann ja auch noch mal konkretisieren, sodass wir das dann zur Kenntnis nehmen. Der zweite Punkt ist die Bekämpfung der sogenannten Cum-Cum-Geschäfte. Was sind Cum-Cum-Geschäfte? Im Ergebnis kommt es zu einer Kapitalertragssteuererstattung, die unberechtigt ist. Einfaches Beispiel, ein ausländischer Aktionär hat eine Definitivbelastung letztendlich durch seine Kapitalertragssteuer. Er bringt die Aktie vorher ins Inland, dort wird die Kapitalertragssteuer angerechnet und hat dann den Vorteil, meistens sind das 15%, und die wird man sich dann irgendwie teilen. Wir schieben diesen Gestaltungen, ob sie nun legitim oder legal sind, illegitim sind, ein Riegel vor, sodass dieses nicht mehr stattfinden kann. Und ich bin auch froh, dass das einstimmig war im Finanzausschuss, wenn ich das richtig gesehen habe, dass wir die Regelung einstimmig beschlossen haben. Es wird so sein, dass der Aktionär eine Mindesthaltedauer einhalten muss, also 45 Tage vor dem Bilanzstichtag, 45 Tage nach dem Bilanzstichtag muss er wirtschaftlicher Eigentümer sein, und was auch wichtig ist, er muss ein Wertveränderungsrisiko tragen, ein Mindestwertveränderungsrisiko tragen von 70%. Das waren ursprünglich im Gesetzentwurf 30%. Das war uns ein bisschen zu wenig, darum sind wir auf 70% gegangen. Es gab welche, die 100 wollten, aber das haben wir für wenig praktikabel gehalten. Ich glaube, dass wir hier dann auch einen guten Kompromiss gefunden haben. Wir haben die Umgehungsmöglichkeiten in Konzernstrukturen aufgegriffen, sozusagen, dass sie bekämpft werden können. Wir haben eine Umkehr der Beweislast, und was ich auch wichtig fand, wir haben den Betrag der nicht anrechenbaren Kapitalertragssteuer reduziert auf 15%. Im Gesetzentwurf waren 25% vorgesehen. Das ist keine Vergünstigung, wie man annehmen könnte, sondern wir wollen ja mit der Missbrauchsbekämpfungsvorschrift den Zustand herstellen, der eingetreten wäre, wenn man keine Gestaltung gewählt hat. Und in den meisten Fällen, im Inlandsfall oder in dem Fall eines Doppelbesteuerungsabkommens, hat man eben nur eine Kapitalertragssteuerbelastung von 15%. Von daher ist, glaube ich, auch das richtig. Ansonsten hätten wir auch gerade für unsere Kreditinstitute einen Wettbewerbsnachteil gehabt, und den wollen wir vermeiden. Und von daher, glaube ich, können wir auch mit dieser Lösung leben. Und wie gesagt, ich hatte schon gesagt, dass es ein Anliegen aller Fraktionen war, dass wir diese Cum-Cum-Geschäfte stilllegen. Und von daher bin ich auch froh, dass alle zugestimmt haben. Ich möchte hier auch noch mal klarstellen, sagen, weil das uns in der Anhörung beschäftigt hat, dass wir damit keine Aussage treffen darüber, wie die Cum-Cum-Geschäfte, die bisher gelaufen sind, rechtlich zu beurteilen sind, ob sie illegitim, illegal waren, sondern wir wollen sozusagen nur für die Zukunft ganz sicher gehen. Und das andere wird anders aufzuarbeiten sein durch Strafverfolgungsbehörden, durch die Finanzbehörden, ob es Gestaltungsmissbrauch nach 42 AO war oder noch viel schlimmere Dinge waren. Also das wird man sehen. Man muss auch sehen, dass es da sehr unterschiedliche Geschäfte gibt, sodass man das auch, glaube ich, nicht pauschal beurteilen kann. Und von daher, glaube ich, ist es auch gut, dass wir das gemeinsam noch mal klargestellt haben, dass sich keiner versucht zu exkulpieren damit, dass der Gesetzgeber jetzt was gemacht hat. Das erleben wir ja bei Cum-Ex derzeit, dass mit einer Gesetzesbegründung versucht wird, was zu legitimieren, was definitiv wohl illegal war. Das kann man beim Cum-Ex wohl schon feststellen. Ja, wir haben dann auch vereinbart, dass wir uns noch mal mit der beschränkten Steuerpflicht für die sogenannten Kompensationszahlungen bei einer Wertpapierleihe ansehen und umsetzen wollen. Wir hätten es gern vielleicht auch jetzt schon umgesetzt, aber da sind einige steuerrechtliche Fallstricke noch zu beachten. Von daher haben wir uns das auf die Agenda gesetzt und die Bundesregierung gebeten, zügig, zeitnah einen Vorschlag zu machen, um dann diesen Paragraph 36a noch weiter zu ergänzen und gegenseitig das Netz noch enger zu machen, dass wir solche Gestaltungen nicht mehr haben. Von daher wird, glaube ich, deutlich, dass wir alle sehr dabei sind, Steuergestaltungen, die wir nicht wollen, zu verhindern. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können heute ein gutes Gesetz beschließen. Ich bedauere, dass ich die Restzweifel von Herrn Pitterle noch nicht ausräumen konnte, wenn ich seinen Gesichtsausdruck so sehe. Aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Ruck, und Sie können zustimmen. Ich glaube, wie gesagt, ein gutes Gesetz. Sage aber auch, wir werden genau hingucken, wie die Rechtsanwender mit diesem Gesetz umgehen. Wenn es dort Probleme gibt oder Dinge gibt, die wir nicht wollen, werden wir schnell nachjustieren. Denn wir wollen gerechte Besteuerung in Deutschland, und dafür steht die CDU-CSU und die SPD sowieso. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Richard Pitterle von der Fraktion Die Linke das Wort.